Hallo Fans und Freunde der Vienna. Endlich geht's los. Heute ist das erste Spiel in der Meisterschaft der zweiten Wiener Landesliga und ja, ich bin richtig aufgeregt. Die nächste Zeit wird eine Bewährungsprobe werden für den Verein, aber natürlich auch für die Fans. Und ich kann nur sagen, denkt immer an die Leidenschaft, die wir für die Vienna empfinden. Aber ich bin euch zuversichtlich, dass es gut gehen wird. Ja. Jetzt geht's gleich los, vorher noch Treffpunkt auf der Hohen Warte, es gibt Würstel und Bier, fleißig spenden für unseren Nachwuchs. Danke an den Roli, der das alles organisiert hat. Oh, schauen wir uns das an, los geht's. Come on Vienna. Was für ein Nachmittag, liebe Vienna Fans, ihr wart der Wahnsinn. Was für ein Spiel, das erste Spiel in diesem Jahr. Und ja, toller Erfolg, 4-0 gewonnen. Ja, es war echt schön zuzuschauen, wie unsere Mannschaft wieder aufgespielt hat. Ich finde, man kann schon ein bisschen von der Bundesliga träumen. Ich weiß, es wird noch ein bisschen dauern, es wird nicht so einfach werden. Aber wenn uns das Schicksal letztes Jahr nicht so durchgebeutelt hätte, naja, wir würden eigentlich jetzt schon in der ersten Liga, in der Bundesliga spielen. Aber nichtsdestotrotz bin ich echt zuversichtlich mit der Mannschaft und mit den Burschen, werden wir weit kommen und wir noch viele schöne Spiele sehen. Jetzt bin ich gerade am Weg ins Benno und treffe die Supporters. Ich werde den Robert fragen, was es so Neues gibt, was die Supporters so geplant haben. Ich habe zumindest einiges geplant mit euch, für euch. Und ja, bleibt dran und schaut euch das an. Ja, liebe Vienna Fans, wir sitzen hier am Stammtisch im Benno. Neben mir der Robert. Hallo, grüß euch. Ja, wir wollten uns mal ein bisschen unterhalten. Supporters, das heißt Fanunterstützung des Vereins. Genau. Lieber Robert, erzähl uns ein bisschen was über die Supporters. Was ist dahinter? Ja, vielleicht beginnen wir mal ganz einfach mit der Erklärung, was sind die Vienna Supporters? Die Vienna Supporters sind ein Dachverband aller Vienna Fanclubs und aller, sage ich mal, unorganisierten Fans von der Vienna, die versuchen gemeinsam für den Verein und für sich selber Feste zu machen, Ideen umzusetzen, alles was uns mehr Spaß macht, bei der Vienna zu sein und die Vienna zu unterstützen. Super. Und organisiert ihr euch da Festeln oder Organisationen von? Also wir sind ein Verein, man findet uns auch im Vereinsverzeichnis. Wir sind die Vienna Supporters und wir haben natürlich eine Generalversammlung, aber wir haben auch Veranstaltungen wie auch hier im Benno der Stammtisch. Wir haben Stammtische vor Matches, wir haben einen Infotisch vor dem Match. Da kann man uns auch erreichen. Zum Beispiel, wenn man Mitglied werden möchte bei den Vienna Supporters, kann man das am Infotisch vor einem Match durchführen. Wie wäre ich Mitglied? Relativ einfach, ganz normal einen Zettel ausfüllen und sagen, ich möchte Mitglied werden. Der Mitgliedsbeitrag ist 18,94 Euro, ganz traditionell, passend. Und mit diesem Geld unterstützen wir auch alle
Tätigkeiten oder Ideen, die Fans haben, sehr gerne. Wir haben zum Beispiel ein großes Plakat mit den ehemaligen Spielstätten und den jetzigen Spielstätten der Wiener gesponsert. Wir sponsern alle Ideen, die die Wiener Fans haben, einfach zu uns kommen, vielleicht vorher Mitglied werden, damit sie da mit mehr Nachdruck anfragen können. Und wenn es uns passt und wenn wir es uns leisten können, unterstützen wir alles, was möglich ist. Am besten, man schaut sich einmal unsere Homepage an, www.wienersupporters.com oder auf unserer Facebook-Seite, ebenfalls mit Wiener Supporters. Dort findet man auch alle Informationen. Und wer bei den Liedern nicht ganz so textsicher ist, wir haben dort eine schöne Auflistung aller unserer Lieder, sodass man auch gut üben kann. Toll, sehr gut. Supporters sind der Dachverband. Supporters, das heißt, ist der Dachverband. Sind die ganzen Fangruppen drunter, wie genau. Wanderers, wie Flatheads, Gardens, ganz und genau. Natürlich nicht zu vergessen Plüschpony Bandy. Genau. Also bunter Haufen, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist eigentlich, glaube ich, das Schöne dabei, weil das einfach unterschiedlichste Leute, genau. Unterschiedlichste Ansätze, Ideen, und das trotzdem gut funktioniert, dass genau. Man sich organisiert hat. Und das finde ich einfach das Faszinierende. Also die Supporter sind natürlich nicht nur da, dass wir jetzt untereinander uns besser verstehen und untereinander vernetzen und Ideen eingebracht werden, die wir gerne mit den Fans besprechen und einbringen. Wir sehen uns auch als Vertretung der Fans gegenüber Verein oder außerhalb. Und da ist es uns in den letzten Jahren auch sehr gut gelungen, einerseits über die Generalversammlung aktiv im Vereinsgeschehen mitzuarbeiten. Wir haben uns sehr dafür engagiert, dass diese Stimmrechtsbegrenzung vor 2 Jahren endlich dann durchgesetzt worden ist, sodass wirklich nicht ein Mitglied mit 500 Stimmen ankommen kann und alles niederstimmen kann bei der Wiener Generalversammlung, okay. Sondern wie es jetzt bei uns ist, dass 1 plus 1 oder 1 plus 2 möglich geworden ist. Dann haben wir auch uns sehr dafür eingesetzt, dass mit dem Fanbeirat eine Struktur geschaffen wird, wo Verein und Fans miteinander kommunizieren können. Die Wiener Supporters haben hier Mitglieder im Fanbeirat, der optimalerweise mehrmals im Jahr stattfindet und wo wir immer wieder versuchen, direkt an den Verein heranzutreten. Und wir haben auch 2 unserer Mitglieder im Aufsichtsrat, um auch im Aufsichtsrat entsprechend für die Faninteressen einzutreten, die natürlich auch da sind, dass man den Leuten auch auf die Fingern schaut, damit hier alles korrekt abläuft und wir nicht wieder in eine Situation kommen, wie wir es 2014 gehabt haben, wo der Verein vor dem Ende gestanden ist. Das übrigens auch eins der Beweggründe war, um diese Wiener Supporters zu gründen, um hier einfach auch entsprechend eine Einflussnahme im Verein schaffen zu können und dafür zu sorgen, dass es den Verein weiter gibt. Wie lange gibt es jetzt die Supporters so, wie sie jetzt sind? Die Wiener Supporters gibt es eben seit 2014 und sind auch mit dem Beweggrund gegründet worden, um den Verein hier massiv zu stützen oder sogar zu retten, wenn es wirklich zum Schlimmsten kommen sollte. Wie könnte man zum Beispiel die Damenliga mehr supporten von den Fans aus? Was könnte man tun, damit die Damenliga, Mädchenmannschaften, Damenmannschaften mehr Zuschauer bekommen? Wie kann man die mehr Publicity machen? Weil die Wiener Damenmannschaften sind gut, also bis hin zu sehr gut. Ja. Spielen gegen St. Pölten, ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel. Ja. St. Pölten gilt als die stärkste Mannschaft in Österreich, was Damenmannschaften betrifft. Ja. Auch nicht vergessen, sie haben das Derby letztes Jahr gewonnen gegen den Sportclub im Vorspiel. Eben. Idealerweise, das war im Sportclub Damen- und Herren-Derby in einem sehr, sehr tolles Erlebnis. Ich hoffe, dass das unabhängig vom Derby bei uns eben auch öfter möglich ist, aber da muss sich einfach auch der Verein bewegen, damit das einfach möglich wäre, weil wenn du fragst, wie ist das möglich, die Damenmannschaft besser zu promoten, wie bringt man mehr Leute hin, das Einfachste ist es, das Damenmatch in unmittelbarer Nähe zum Herrenmatch zu haben, weil viele Leute kommen gern ein bisschen früher, um auf der hohen Warte zu sein und sich die Damen anzusehen und dann die Herrenmannschaft. Wie man jetzt Leute direkt zur Damenmannschaft bringt, bin ich ein bisschen überfragt. Da hat vielleicht irgendwer anderer aus der Community, aus der Wiener Family Ideen, wie das möglich ist. Also, wenn ihr Ideen habt, her damit. Wie können wir die Damenmannschaft besser supporten? Wie können wir sie besser unterstützen? Das wäre, glaube ich, ein ganz interessantes Absolut. Ziel für dieses Jahr. Absolut. Egal, was euch so einfällt dabei, ich möchte das gerne dieses Jahr aufgreifen mit Kammern Vienna, die Damenmannschaft hier auch besser zu featuren und auch ein bisschen besser zu supporten, auch ein bisschen näher in den Fokus der Medien zu bringen.
Facebook zum Beispiel oder auch YouTube. Ja, würde mich freuen, wenn Ideen kommen. Schreibt sie unter die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, was euch dazu einfällt. Was bekomme ich als Supporters-Fan? Was bieten wir an als Vienna Supporters? Heuer gibt es für die Mitgliedschaft dieses wunderbare Stoffsackerl dazu mit unserem Logo. Wir haben einen Mailverteiler, bei dem wir immer wieder Informationen von der Vienna aus der Fanszene und vom Verein weiterleiten. Wir können uns über alle Themen unterhalten, über die Vienna, auch außerhalb der Vienna, was immer gern gemacht werden will von den Fans, für den Verein, für die Fanszene, das unterstützen wir. Wir können auch gerne vorfinanzieren, wenn größere Projekte geplant sind. Wir unterstützen zum Beispiel auch die Grillerei, wie wir sie vor dem Match gegen den ERC gehabt haben. Und was wir auch noch einmal dazu erwähnen wollen, die Supporters sind kein eigener Fanclub. Ich habe es jetzt erst schon kurz erwähnt. Wir sind einfach der Dachverband, in dem sich Fans und die Fanclubs miteinander treffen können, miteinander reden können, sich austauschen können und gemeinsam Projekte durchführen können. Fans, wenn man jetzt mal so anspricht, die Fans, die es noch so gibt, es gibt ja sehr viele Fußballfans, aber was ist das Besondere eigentlich an den Vienna-Fans? Was schätzt du eigentlich ein, im Gegensatz zu den ganzen anderen, sagen wir mal jetzt Wiener Fußballfans? Also am besten erzähle ich einfach die Geschichte, wie ich zur Vienna gekommen bin. Das ist jetzt auch schon 8 Jahre her, und zwar nach dem Aufstieg von der Regionalliga in die damalige erste Liga. Das war wann? Das war 2009, 2010. Stimmt. Und ich war ja vorher schon in Wien, und für mich war Fußball in Wien relativ uninteressant. Ich habe mir zwar Spiele von Rapid und der Austria angeschaut, aber die Stimmung dort ist einfach enorm negativ. Es wird nur geschimpft, Beispiel nur Spiel Salzburg gegen die Austria im Horststadion. Die Salzburger schimpfen auf die Wiener schimpfen auf die Salzburger, endet mit einem Platzsturm. Ja, hurra! Schön. Also es macht keinen Spaß, dort irgendeinen Verein zu unterstützen, weil einfach die Atmosphäre schlecht und negativ ist. Mhm. Für mich. Und als dann die Vienna aufgestiegen ist, ist sie so quasi bei mir auf dem Radar erschienen, und ich bin mit ein paar Freunden hingegangen, und das erste Match hat die Vienna auf der Hohen Warte 3-1 verloren. Aber egal wie der Spielstand gewesen ist, die Fans sind 100% hinter der Vienna gewesen. Positiver Support von vorne bis nach hinten, und wir sind alle ganz baff dagestanden und gesagt, super lässig der Support, super nette Leute, man kommt sofort ins Reden, es macht sehr viel Spaß. Und natürlich die ganze Atmosphäre und die hohe Warte dazu, das war einfach ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und aus einem einmaligen Besuch ist dann eine Mitgliedschaft geworden, und jetzt bin ich seit 8 Jahren auf der Hohen Warte und werde es die nächsten Jahre definitiv auch noch sein. Jetzt spielen wir aber zweite Landesliga, und keiner versteht so richtig, warum das so ist und wie das so weit kommen hat können. Aber es ist halt die Realität, und jetzt spielen wir halt die zweite Landesliga, und wir werden trotzdem die Mannschaft unterstützen, und wir werden trotzdem die Spiele besuchen, und wir werden trotzdem unseren Spaß und unsere Freude dabei haben, egal wer jetzt der Gegner ist. Und wir hoffen natürlich, dass es dann wieder bergauf geht. Die Supporters, was habt ihr geplant für dieses Jahr? Choreos, Ideen, Fahrten? Momentan weiß ich da eigentlich relativ wenig, was wir jetzt alles vorhaben. Wir haben schon mal gut begonnen. Insgesamt natürlich eben wiederum keine Supporters-Veranstaltung per se, aber von den Fans organisiert mit der Grillerei gegen den NAC. Es gibt jetzt natürlich die Idee, dass wir das Grab von Karl Decker besuchen, wenn wir schon in Simmering sind. Ich weiß nicht, wer sich da wohlfühlt, dort herumzulaufen, aber es gibt sicher ein paar, die das gern tun möchten. Und dann werden wir halt sehen, wie gut wir die Tramway-Liga jetzt nützen können. Der Vorteil ist ja, dass wir jetzt eigentlich Plätze zum ersten Mal besuchen, auf denen viele von uns noch nie gewesen sind und die, wie man am NRC-Platz gesehen hat, sehr viel Charme haben und wo es auch sehr viel Spaß macht. Ja, liebe Vienna-Fans, das war mein Treffen mit den Vienna-Supporters. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Abonniert den Kanal, liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Ich hoffe, wir sehen uns zahlreich bei den nächsten Vienna-Spielen. Also, bis dahin, come on Vienna!